Mit Wasserstoff konnten wir den noch fehlenden Baustein zur gänzlichen Dekarbonisierung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft entdecken. Im Projekt H2Real setzen wir diesen Baustein in unterschiedlichsten Projekten mit verschiedenen Partnern in der Ostregion Österreichs ein und um. Im Projekt H2Real bringen wir die unterschiedlichsten Akteure der heutigen und zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zusammen, sei es Netzbetreiber, sei es Energieversorger, Endverbraucher. Ich zum Beispiel stehe jetzt gerade in einem Bus der Wiener Linien, der mit Wasserstoff betrieben wird, neben einer Tankstelle der Wiener Wasserstoffgesellschaft. Und genau diese Art von Demonstratoren begleiten wir in dem Projekt. Ich denke, dass eines der Ziele des Projekts H2Real auch ist, neue Projekte zu kreieren, die Partner dafür zusammenzubringen und damit auch nicht nur bestehende, sondern zukünftige Projekte ein Startbrett zu geben. Mittelfristig bis langfristig ist es mein Ziel, dass die Ostregion Österreichs zur Vorzeigeregion, wenn es um das Thema Wasserstoff kommt, wird. Dass man, egal ob in Brüssel, Paris oder London, man mit dem Thema Wasserstoff diese Region verbindet, weil wir glauben, dass es ein wichtiger Standortfaktor sein wird, um zukünftig Industrien, Gewerbe, Arbeitsplätze und damit Wohlstand und soziale Sicherheit in dieser Region sicherzustellen. Wir werden, glaube ich, alle sehr stolz sein, dass wir hier Vorzeigeregion sind, dass wir Pioniere im Bereich Wasserstoff sind und werden dadurch wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich sehr viel gewinnen können.